an Ballgeschwindigkeit und damit Weite. Und das ist eigentlich der Hauptnutzen, den wir auch von diesem Modell haben, die unglaubliche Fehlerverzeihbarkeit. Und wir messen wirklich super Daten in den Fittings und mir ist es kaum gelungen, wirklich wenig Ballgeschwindigkeit zu bekommen. Oder man kann sagen, ich konnte fast machen, was ich wollte und habe immer noch sehr, sehr gut weiten. Ein weiterer Fortschritt von der G30 und G-Serie zum G400 ist der wesentlich bessere Klang und das bessere Feedback. Bei diesem Driver bekomme ich sehr klar berichtet, wann habe ich getroffen, an der Spitze, in der Mitte, an der Hacke, mehr oben und mehr unten und kann das so wesentlich besser zuordnen als mit den Vorgängermodellen.